Christian Heilbock, wir freuen uns sehr, dass wir dich heute hier in Wien im Künstlerhaus treffen können für unser Gespräch im Rahmen des Kunsteinkaufs aus dem laufenden 2018er Jahr. Und wir werden uns jetzt ein bisschen unterhalten, darüber reden, was denn so deine Kunst ausmacht, dein Verhältnis zur Kunst und wie ich vernommen habe, auch zu deinem kultur-kunstpolitischen Engagement. Fangen wir vielleicht mit dem an. Das ist ja für dich Homeground hier. Ja, ich bin seit 2007 Mitglied des Künstlerhauses in Wien, Ja. der Gesellschaft der bildenden Künstler und Ja. Künstlerinnen Österreichs und habe meine Aktivität sozusagen immer in die Richtung gesehen, dass mich der Verein als Institution interessiert, welchen gesellschaftspolitischen Bodengrund er hat, was er in der Gesellschaft bedeuten Ja. könnte und dass Künstler, die an sich per se sozusagen als Individualisten gelten, was sie gemeinsam machen können. Und das ist sozusagen auch Teil meiner Arbeit geworden. Darf ich dich bitte noch zum Verständnis deiner Arbeit fragen? Was ist denn so die Präambel deines Denkens zu dem, was du hier als Engagement machst? Warum ist es wichtig, dass sich Künstlerinnen und Künstler engagieren, vergemeinschaften, was die Kunstinteressen betrifft? Ich glaube, ich möchte es so sagen, es hat mit einem fast auch weiter gearteten Interesse zu tun, Dinge zu untersuchen Ja. und prinzipiell zu hinterfragen über den Status quo, über die Geschichte und die Potenzialität für die Zukunft, also in der Gegenwart natürlich, und das ist etwas, was mich in der Malerei interessiert hat. Was Ja. ist die Farbe? Was ist der Strich? Was ist diese Tätigkeit? Wie kann sie sich zeitigen? Wie kann sie aus dem Atelier in einen anderen Raum hineingehen? Und interessanterweise, was mich selber mit der Zeit dann überrascht hat, habe ich das sozusagen auch mit der Institution Künstlerhaus gemacht oder mit fast in allen meinen künstlerischen Auftreten, dass ich immer den Ort auch mit untersucht habe, dass mich mindestens so interessiert hat wie das sogenannte Kreative, das man im Atelier mit sich oder mit wem auch immer ausmacht. Das Künstlerhaus hat ja nun eine wirklich reichhaltige Tradition. Erstreckt sich von 1861 bis in die Gegenwart heute. Was sind denn so die wesentlichen Zäsuren in diesen 150 Jahren im Spiegel der Kunst, die die Künstlerhaus KünstlerInnen gemacht haben? Ja, angefangen hat das ja als Gesellschaft, dass die Künstler sich zusammengetan haben im 19. Jahrhundert aus einer Selbstermächtigung heraus Ja. als Personen, die Aufträge an Ort und Stelle, also im Künstlerhaus, bekommen haben, indem Ja. sie sich mit dem Bürgertum ausgetauscht haben. Einer der bekanntesten Männer war sicher der Hans Markart, der auch Präsident war. Ja, einige Zeit. Und die akademische Künstlerschaft hat sich dort getroffen, mit dem Bürgertum ausgetauscht und auch Projekte gemacht und Geld verdient, sozusagen sich selber in die kapitalistische Gesellschaft eingeschrieben. Nicht mehr Auftragsarbeiten, sondern Ja. sozusagen Werke angeboten und Genau. ausgetauscht. Man weiß, eine andere wichtige Zäsur war sicher der Austritt von Gustav Klimt mit einigen anderen Leuten und eine Ja. Sezession. Eben ein nicht akademisches Verständnis, was anderes zu wollen und auch vielleicht mehr Internationalität. Was aber durchaus im Streitdiskurs Fragenkompendium der damaligen Zeit lag. Also das ist nicht eine singuläre österreichische Phänomenologie. Ja. Dann, ja, in den 30er Jahren ist der Verein auch vereinnahmt worden vom Ja. Nazismus, also
da ist die Geschichte nicht so besonders erfolgreich, kann man sagen. Ja. Also die Sezession ist aufgelöst worden und ja. Klaus hat sie quasi gleich schalten lassen. Instrumentalisieren lassen. Ja. Und was einen tragischen Hintergrund darstellt, weil ja in gewissem Sinne auch dieser Anspruch an die Künstlerschaft ganz global gesehen war, dass die sich einlassen in die gesellschaftlichen Fragen der Zeit. Ich würde sagen, es war die drängende Bewegung war der Narzissmus und deswegen haben sie sich eh eingelassen, ja. Aber sozusagen ohne Widerstand oder was man von der Künstlerschaft normalerweise auch erwartet, von Künstlern, dass sie ein bisschen oppositionell sind und dass sie sich sozusagen was, ein Recht heraus reklamieren und nicht gleichschalten lassen. Wie ist das heute, Christian, wie ist das heute mit dem, welches Selbstbild tragen, jetzt ganz global gesehen, tragen Künstlerinnen heutzutage mit sich in ihrem Verständnis, wer sie sind, was sie machen und was ihre künstlerische Arbeit für eine Bedeutung für die Gesellschaft hat? Ich denke, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, vor allem nicht generalisierend, weil es gibt sicher aus meiner Sicht die Künstlerschaft, die sozusagen im Geschäft, im Galeriewesen vorhanden ist, am Markt und ihre Individualität auslebt, ihr Werk zeitigt und verkauft, sozusagen das als Maxime des Künstlerseins sieht. Und es gibt andererseits wahrscheinlich Leute, die immer noch an Dingen arbeiten, von denen sie selber nicht ganz wissen, was es ist und die vielleicht ein bisschen schwierige Werke gezeitigt werden. Und ja, das hat natürlich auch ein bisschen mit einem Künstlermythos zu tun. Ne? Gewiss. Mit der Idee der Avantgarde und sowas. Also das denke ich, gibt es immer noch. Können wir das Feld jetzt, dieses vielfältige, vielschichtige Feld, ein Stück weit verlassen und der Frage vielleicht nachgehen, wie spiegelt sich dein kunstpolitisches Engagement hier im Künstlerhaus im 5. Bezirk in deiner künstlerischen Arbeit? Inwieweit bist du selber mit deinen Arbeiten auch Repräsentant dieses Tuns hier? Ob ich Repräsentant bin, das möchte ich sogar in Frage stellen. Aber ich bin zumindest ein Ausdruck dieses Vereins schon, in dem Sinne, dass ich mich halt, wie ich vorhin gesagt habe, aus dem Interesse immer über jede Arbeit, wenn sie entsteht, sich mit den Konstanten quasi zu beschäftigen oder in Frage zu stellen, ob es solche gibt, sei es diesen tiefen Blick, mikroskopisch in die Sachen hineinzuschauen und zu untersuchen, dass ich das auch mit dem Verein ein bisschen gemacht habe. Ja. Über diverse Projekte, das sind meistens Veranstaltungsreihen, wo ich Gäste eingeladen habe, einfach aus dem einfachen Grund, Input in den Verein zu bringen, den ich hier nicht gesehen habe. Dass ich halt Leute, die für mich eine gewisse Wichtigkeit hatten, über Lektüre, über Ausstellungswesen, über private Bekanntschaften auch ins Künstlerhaus einzuladen, zu Vorträgen und mit denen Gespräche geführt habe, aber dann insbesondere auch über den Stellenwert von Künstlerinnen-Institutionen in unserer Gegenwart und so quasi ein Gefäß geschaffen habe, wo sehr, sehr viel Informationen und Meinungen drin waren. Mhm. Und das war zum Beispiel in dieser Veranstaltungsreihe Produktion und Schwesterfelder, die 2010, 2011 im Künstlerhaus am Karlsplatz stattfand, auch der Fall. Um was ging es da im Kern? Also es ist ausgeschrieben worden zum 150-jährigen Jubiläum des Vereins, Projekte einzureichen und ich habe mir eben Gedanken dazu gemacht, einen kleinen Projektvorschlag erarbeitet, der schon sehr klar war von Anfang an und er ist dann mit dem damaligen Direktor, dem Peter Bogner, auch realisiert worden. Das Budget ist gut befunden worden, ich konnte eineinhalb, fast zwei Jahre lang produzieren, das heißt, ich konnte 12 Personen nach Wien einladen und die haben Vorträge gehalten. Ja. Ich habe mit den Leuten Videointerviews gemacht,
am Folgetag meist, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, und in einem bestimmten Setting. Das war mir ganz wichtig, dass die Gespräche erstens fokussieren Künstlerhaus, Künstlerinneninstitution, Kunstvereine, das war der Schwerpunkt, das war der Themenkomplex. Und dass die Leute auf drei, vier Fragen, die mehr oder weniger immer die gleichen waren, eingehen. Und aus diesen Video-Interviews, die so ähnlich waren im Setting, wie wir hier gerade zu sitzen, nur ein bisschen strenger vielleicht und formal ein bisschen definierter, aber haben die Leute Auskunft gegeben und wurden dann sozusagen Teil dieses Projekts. Ja, ja. Und aus meiner Sicht, es war natürlich auch ein bisschen was Verspieltes dabei, nämlich dass ich als Künstler mich herausnehme, Kuratoren sozusagen zu meinen Kunstwerken zu erklären. Dass ich sozusagen mit den Menschen Gespräche führe und schon wissen, dass sie ein Teil einer 12-teiligen Videoarbeit sein werden. Die Arbeit, die wir ankaufen durften von dir für die Sammlung des Landes, hat noch einmal einen vergleichbar ähnlichen, aber doch darüber hinausgehenden Charakter. Um was ging es dir dabei? Ja, das waren ja diese 12 Interviews, die ich geführt habe, mit hauptsächlich Kuratorinnen, Direktorinnen von Institutionen, das heißt von Documenta bis diverse Museen oder auch Kunsthaus Bregenz, der neu installierte Direktor Tivio habe ich eingeladen, aber schon auch bei fast bei jeder Personenposition war die Rücksicht folgende, dass die Leute Erfahrung hatten mit ähnlich gearteten Institutionen, wie Künstlerinnenvereine waren oder Kunstvereine. Also eine gewisse Problematik in ihrer Vita durchlebt hatten, wo sie sozusagen deutlicher darauf Stellung nehmen können, auch die Künstlerhaus. Ich meinte mit meinem Fokus, dass in Summe, was dann herauskommt, gekommen ist, eine Art diskursive Plattform geworden ist, sich über die Fragen zur Kunst in der Zeit fokussiert auf ihre spezifischen Entstehungsorte und Hintergründe auseinanderzusetzen. Was hast du damals für dich da herausnehmen können, gelernt, wenn man es so bezeichnen will, ohne es pädagogisch zuzuspitzen? Ich meine das im offenen Sinne. Also meine Auswahl war natürlich schon eine sehr persönliche. Also die Erwartung war natürlich über das, dass die Leute einlade und auch deren Wortmeldungen. Und man hat ja auch als jemand, der denn das Material bearbeitet, gewisse Einflussnahme auch. Ja, natürlich. Dass ich natürlich schon den Augenmerk, den auch beim Schneiden und bei der Gesamtthese gelegt habe darauf, dass es sozusagen nützliche Informationen ist für die Gegenwart des Vereins. Das heißt, wie Demokratie zum Beispiel funktioniert, wie gesellschaftliche Phänomene in die Institution hereingebracht werden können. Das überhaupt. Und solche Dinge haben mich natürlich besonders interessiert, wenn Leute mir solche Meinungen gegenüber vertreten haben. Und es war ja auch die Absicht und es ist auch geschehen, dass diese Videos auch im Verein gezeigt wurden. Über einen längeren Zeitraum. Also das Künstlerhaus hat ein Kino und im Kinofoyer wurde schon ein ganzes Jahr lang wurde die Arbeit gezeigt. Und es sind natürlich immer wieder neue Videos dazugekommen, weil es ja ein Prozess in diesen eineinhalb Jahren war. Und da kam es schon zu einem Austausch natürlich auch in der Künstlerschaft. Uns hat, was die Entscheidungsfindung anlangt, sehr überzeugt, wie stark reflektierend und reflexiv du mit diesen Fragen umgehst. Wir haben den Eindruck, dass das ganz fundamental wichtig ist, ohne fundamentalistisch zu sein, dass man dieses System, in dem Kunst stattfindet, im weitesten Sinne, dass man das gut reflektiert. Was sind so deine Blicke auf die unmittelbare Gegenwart jetzt ein paar kurze Jahre nach dieser Reihe? Hat sich das jetzt weiter fortgesetzt, weitergetragen, was du damals so impulsgebend mit dieser Reihe beabsichtigtest?
Also ich habe versucht, gewisse Fragen zu stellen und bestimmte Antworten sind dann auch teilweise zu meinen eigenen Antworten geworden. Das heißt, wenn ich in Diskurs getreten bin, in Gesprächen, in Plenar mit anderen Personen des Vereins, habe ich natürlich schon immer mehr eine Position ergriffen, die sozusagen aus diesen vielen Stimmen auf mich eingewirkt hat. Also ich bin sozusagen sowas wie ein Filter oder ein Echo. Ein Trichter, der das Ganze gesammelt hat. Und ich habe ja meine eigene Position, die war von Anfang an nicht so klar, dass ich schon wusste, wo es lang geht und was wichtig ist und was interessant ist. Ja. Sondern ich finde ja eine besondere Eigenschaft, wenn man offen ist und wenn man Fragen stellt und wenn man so zuhört. Wenn man neugierig ist und die anderen zuhört, was sie sagen. Genau. Im Sinne wieder. Bourdieu, das mal sagt, genau. Das ist eine Radiotheorie, die anderen zuhören und nicht sich selber immer nur so wichtig nehmen. Ja. Also dieses selbst zurücknehmen und auch manchmal Expertinnen zu fragen, aber in der Vielfalt. Und ich denke, dass jetzt beinahe 7, 8 Jahre nach dieser Arbeit, es gab Folgearbeiten auch noch, aber dass der Verein so zum Beispiel eine künstlerische Leitung ausgeschrieben hat, ja, das ist, was vor 8 Jahren nie Thema war, was gar nicht gewünscht war und dann immer mehr sozusagen offenbar eine Mehrheit fand, dass der Vorstand bereit war, das auszuschreiben und es haben über 60 Leute sich beworben und es waren dann sehr namhafte und gute Personen in den letzten Runden und ich finde das sehr schön. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr stark die Gegenwart noch, weil die russische Leitung hat noch keinen Stempel dem Haus aufgedrückt, weil er erst sozusagen mit Rückzug in das Künstlerhaus am Karlsplatz. Das jetzt renoviert wird. Genau, das jetzt renoviert wird und wenn das Haus dann neu bezogen wird, dann wird sein Programm gemacht. Die erste Ausstellung mit Eröffnung wird sozusagen erste große Statement sein und dann gibt es halt ein 2-Jahres-Programm, was schon geplant wird. Von deiner Einschätzung, Christian, hat das auch diese künstlerische Leitung, die du jetzt maßgeblich angestoßen hast, dass die installiert wird, hat das etwas auch mit Demokratisierungsprozessen zu tun in der Kunst? Ich denke sehr wohl, ja. Weil wenn das nicht transparent gemacht wird, wie die Hierarchie ist, dann das führt natürlich zu vielen Allianzen, die nicht klar sind. Wie kommt es zu Ergebnissen? Warum gibt es immer wieder gewisse Künstlerinnen des Vereins, die plötzlich eine Ausstellung kuratieren und sozusagen auch befreundete Künstlerinnen einladen in die Ausstellung? Das heißt, ich denke, wenn eine Person von außen kommt, die natürlich, wie der Tim Voss, so heißt der jetzige Leiter, schon Erfahrung hat mit Institutionen und auch natürlich eine Vita, dass man sehen kann, wie er gearbeitet hat, ist zu erwarten, dass er klarere Regeln installiert und die Transparenz sozusagen dadurch eingefordert wird, dass sozusagen das nicht ein Selbstbedienungsladen ist, wo gewisse Leute mit bestimmten Fähigkeiten eher zum Zug kommen. Und wo ein Programm ist, der vielleicht, was auch wichtig war, was auch in der Produktion Schwesterfelder-Diskussion immer geführt wird, was braucht das Haus für Programme? Was kann das Künstlerhaus leisten? Was ist die eigentliche Agenda dieser Institution, was andere Institutionen nicht machen oder brauchen zu machen? Das heißt, das herauszufinden und das ist das Interessante, glaube ich, auch hier mitzuarbeiten, diese Fragen weiterzustellen und sie natürlich auch künstlerisch und produktiv zu machen, weil eine Ausstellung muss dann das auch ein bisschen zeigen und bewahrheiten, dass hier wirklich was Eigenes entsteht und was anderes gemacht wird. Ich finde, das war jetzt sehr ausgiebig hineingeleuchtet, hineingeschaut in das System der Kunst, wie es heute funktioniert und über diesen zeithistorischen Bogen auch entstanden ist. Wir in unserer einkaufspolitischen Haltung, Claudia Voigt und ich, uns sind die von dir jetzt eben genannten Prinzipien, nicht am Buchstaben der Verfassung gemessen, aber als Prinzipien und Haltungen sehr wichtig, weil mit Transparenz ist man auch angehalten, den Leuten
zu sagen, was man da macht und wie man das macht und wie man zu seinen Entscheidungen kommt. Und das halten wir für etwas ganz Essentielles, neben dem, dass wir jährlich die angekauften Arbeiten präsentieren in der Galerie aller Art in Bludenz. Deine wird auch dabei sein. Ende April eröffnen wir in einer Kooperation mit der aller Art Galerie. Die Andrea Fink wird das für uns kuratierend begleiten, aufstellen und so. Und wir sind da in guten, offenen Partnerschaften mit der Sammlung des Landes, die verantwortet auch Cornelia Rothmann und Mattis. Dann die Kooperation mit der Kulturabteilung des Landes, Winfried Nussbaumüller und die Elisabeth mittlerweile Dobler, vormals Mahmoud, die eine ganz eifrige, wirklich kluge Seele ist für dieses Ankaufsprojekt. Und ja, das sind interessante Kooperationen, die wir hoffentlich auch in Zukunft sehen werden. Dir herzlichen Dank, dass du uns deine Arbeit gegeben hast für die Sammlung des Landes, und dir alles Gute für die Arbeit hier im Künstlerhaus. Und ich denke, wir werden uns wiedersehen, hier oder im neu renovierten Künstlerhaus am Karlsplatz. Danke auch. Vielen Dank und einen guten Tag noch. Danke auch.